Jojo, jetzt sogar willkommen zurück bei Far Cry 4. Wir hocken hier irgendwo hinterm Stein und kriegen gerade erklärt die Grundlagen des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner... Das kennen wir eigentlich schon. Drücke T, um einen Stein zu werfen. Wir können wieder einen Stein werfen. Ich hab's so vermisst. Was hab ich es vermisst? In Hitman, in anderen Spielen, Assassin's Creed und Co. Ich würde so gern wieder einen Stein werfen, habe ich gesagt. Wir können es endlich wieder tun. Ich finde das ein geiles Feature, um Gegner abzulenken. Ja, danke schön. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. So verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Dankeschön. Danke für den Stein, Ubisoft. Dankeschön. So, jetzt sind wir in der Hocke und die Typen sind da vorne. Das Problem ist, ich sehe hier keinen Weg, wo wir lang können. Da hinten ist nämlich ein Typ. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Dann können wir das klären. Können wir den von hinten irgendwie... wo ist er denn? Haben wir wieder eine Kamera? Wo ist er hin? Das muss nicht so laufen wie jetzt. Hallo? Du musst dich nicht verstecken. Da ist die Mütze. So, ich hoffe, der da hinten sieht uns nicht. Je länger du dich versteckst, desto saurer werde ich. Stay down. Tschüss. Digga. So, wir haben eine Gun. Wir haben aber auch Fun. Oh, ich muss mal gerade das Waffenrad umlegen. Das ist hier auf einer total ungünstigen Taste, glaube ich, oder? Nein, es ist hier. Alles klar. Okay. Auf Q. Das ist ein bisschen... Das war früher heilen. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Vielleicht lege ich das jetzt mal ein bisschen um, weil ich derzeit noch Assassin's Creed 4 spiele und da ist das auch auf Q. Und hier ist heilen auf Steuerung. Ich ändere es mal eben. Kleinen Moment. So. Schon viel, viel besser. Jetzt habe ich hier mein Waffenrad. Alles klar. So, davon abgesehen, dass Q auch viel näher an der Vorwärtstaste ist. So, wie kann ich denn jetzt wieder, wie kriege ich denn jetzt wieder das Messer? Ich will die Typen... Kann man einen Takedown einfach so machen? Ja, das konnten wir immer so machen, ne? So, ich muss gucken, wo der ist, der Typ. Da ist er. Ich bleib mal im Gebüsch. Ups. Oh, 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 oh. Warte, warte! Hat der uns gesehen, der andere Typ? Da ist ja noch einer. Ach ja, den müssen wir wieder einscannen. Haben wir denn die Kamera eigentlich noch? Was ist das? Schützenhilfe rufen. Okay, das ist ein anderes Menü. Haben wir die Kamera noch? Wie ging das mit der Kamera? Welche Taste war denn das? Sorry Leute, ich musste mal nachgucken. Natürlich, die Kamera war immer mit Y. Ich liebe sie, die Kamera. So, wir haben eine eingescannt. Jägerverfolger. Ah, alles klar. Okay, Tier, Raubtier, Mine. So. Das ist aber auch der einzige jetzt hier. Ich versuche den mal irgendwie zu umgehen. Hallo, hallo, darf man hier lang? Ich habe keine Ahnung. So, den nehmen wir aber auch noch. Zack. Was? Was? Hat das gehört? Nee. Ich höre aber noch andere gerade. Ja, lass mal den da hin. Lass mal den da hingehen. Scheiße, jetzt ist er uns im Rücken gleich. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Steinwerfen zum Ablenken. Hast du was gebracht? Ja, das hat was gebracht. Komm her, mein Freund. Ich liebe diese Takedowns. Ja, ich hab sie vermisst. Ach du Kacke. Boah. Der lebt noch. Der da hinten kommt jetzt auch. Scheiße. Also erstmal den da. Alter. Alter, 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 Alter. Ich muss mal gerade in Deckung gehen. Ich habe nämlich von hinten keine. Und hoffe, dass die da hinten jetzt hinrennen. Ich sehe die nämlich noch nicht. Wo sind sie? Egal.
Doch, hier, können plündern. Ich wollte das sagen. So, da vorne sind sie. Ist da jetzt noch ein Stein zwischen uns? Ja. Dreht euch um. Dreht euch um. Dreht euch um, ihr Diggers. Na also. Die haben wir. Gute Nacht. Kopfschuss. Achso, hier war noch einer, ne? So, durchsuchen. Geld müssen wir ja auch sammeln. Können wir hier tauchen? Ja, wir können tauchen. Sehr schön. Gibt es hier böse Viecher? Ich hoffe nicht. Hier gibt es nur kleine Viecher, ne? Okay, wir bleiben gerade mal in der Richtung. Wir bleiben in der Deckung. Erstmal runter. So. Alter, was macht der hier? Du sollst den besuchen. Geht doch. So, komm hoch. Wie viele Gegner kommen denn hier noch? Haben wir einen übersehen? Nein, haben wir nicht. Da oben ist keiner. Checkpoint. Oh Gott, ein Vogel. Ich dachte, was ist das denn hier? Und hier liegt ein Tier. So, das können wir bestimmt wieder häuten. Genau. Zack. Ja, das kennen wir schon. Köder. Halte jemand erlegtes Tier zu häuten und einen Köder zu erhalten. Öffne dein Waffenrad, in dem du 1, 2, 3, 4 Steuerung gedrückt hältst. Und wähle den Köder mit aus. Wirf den Köder mit Maustaste, um Raubtiere anzulocken. Ah, interessant. So. Schickes Fell. Wir gehen aber weiter. Müssen wir denn jetzt Raubtiere irgendwie anlocken oder so? Waffenrad. So, da ist der Köder. Alles klar. Aber den wollen wir jetzt noch gar nicht werfen. So, die Frage ist, ist hier noch jemand? Okay, da sind die Raubtiere. Ah, es sind aber nur, es sind nur Geier, da brauchen wir noch nichts. Da brauchen wir noch keinen Anlocken. Die können wir noch so platt machen. Oh, shit. Ich glaube, wir haben jemanden auf uns aufmerksam gemacht. Die Frage ist, wo? Wirf Köder um Raubtiere, bla bla bla. Ja, aber hier ist doch kein Raubtier. Ich muss doch... Ach, shit. Ich muss doch kein Raubtier anlocken. Wow, Alter! Was macht der denn? What the heck? Was ist das denn für ein Baumtarzan, ey? Da oben ist ein Raubtier, das haben wir schon markiert. Flutscht er den Baum hoch, das gibt's doch nicht. So, Nummer 1. Was steht denn hier mal als zweites? Halten für bewegen, alles klar, müssen wir aber nicht. Huch! Hat er was geschossen? Nö. Wo ist er hin, der Baumtarzan hier? So. Wir nehmen alles mit. Kennt ihr ja schon. Oh, was ist das denn da? Statuenkopf. Aber wo ist die Statue davon? So, hier. Tierhäuten. Und den natürlich auch. So, gehen wir oben oder unten rum? Ich weiß es noch nicht. Haben wir eigentlich auch eine Map? Wir haben tatsächlich auch eine Map. Wir haben auch Fähigkeiten hier. Sehr schön. So. Können wir da was einsetzen? Nein. Kosten 2. Es gibt wieder Tierstämme, sage ich mal, die wir skillen können.
Herstellung gibt es wieder. Es gibt einen Fortschritt, Sammlung, Koop-Taktik. Alles klar. Wunderbar. Okay, verschaffen wir uns einen Überblick. Ich dachte, hier geht es generell irgendwo hoch, aber nö. Gehen wir runter. Gucken wir uns gerade mal schnell die Statue hier an. Geiler Scheiß. Ein Käfig. Was ist denn das für ein Käfig hier? Okay, da scheint was drin zu sein. Wie kommen wir da ran? Ah, auf der anderen Seite. Ein Medkit. Erstmal kurz nach oben. So, Munitionskiste. Und eine Knarre. Oh, nee, die wollte ich nicht wegschmeißen. So. Alles klar, haben wir wenigstens schon mal ein bisschen was gefunden. Hier ist keine versteckte Höhle hinterm Wasserfall. Nein. So, man sieht natürlich, das ist hier nicht High-End nochmal neu gemacht oder so. Es sieht ein bisschen ähnlich aus wie Far Cry 4. Ein bisschen Far Cry 3. Ein bisschen aufgepeppt. Aber habe ich kein Problem mit, solange das Spiel gut ist. So, können wir vielleicht... Vielleicht ist der ja selten. Ich muss das gerade doch mal machen. Moment. Um den anzulocken. Huch. Hallo? Wieso wähle ich das nicht aus? Hä? Wie ging das noch? Ach, wir können das jetzt hier auf eine Taste legen, oder was? Köder, Köder, Köder? Ne, ich bin gerade überfragt. Wie wähle ich den Köder nochmal aus? Hat er mir eben gesagt. Ich hab's wieder vergessen. Mist. Egal, okay, dann holen wir uns später halt so einen komischen Geier noch. Gehen wir hier voran. Wir müssen vorankommen hier. Gucken wir mal, ob hier jemand ist. Scheint nicht so zu sein. Oh, da hinten sind welche. Da habe ich schon Rotmützen gesehen. Alles klar, da haben wir schon mal zwei Tiere. Ach, das sind wieder Geier. Wo ist denn die Rotmütze hin, die ich da gesehen habe? Da hinten. Mehrere. Und natürlich wieder Tiere im Käfig. Sonst noch jemand? Ich darf keinen vergessen hier. So, holen wir uns diese Kiste hier. Solange keiner da ist. So, Objekte zerstören. Nahkampf. Okay. Ah. Sehr schön. Eine Weste. Dankeschön. Nehme ich gerne mit. Und was steckt da drin? Hallo? Ah, jetzt haben wir es genommen. Das gute Schwein können wir nicht häuten. Wähle das Wurfmesser um, bla bla bla. Alles klar. Oder Steuerung gedrückt halten. Aber ich habe doch gar kein Wurfmesser. Doch, da oben. Ach, das sind die Wurfmesser. Hallo? Platz gesperrt. Ich komme da nicht hin. Es ist ein bisschen strange hier. So, das wählt er aus. Kann ich jetzt hier... Ich habe mich jetzt... Ne, hier werfe ich immer noch einen Stein. Wurfmesser. Huch. Der hat uns einer fast gesehen. Da hinten ist noch einer. Komm, scan ihn ein. So, ich würde mal sagen, jetzt sind gerade drei Typen da. Wisst ihr was? Ich mach den Käfig auf. Ich hoffe, der Käfig geht auf. Ja, die kämpfen. Aber jetzt haben sie uns gesehen, glaube ich. Ich glaube, das hat nicht viel gebracht.
So. Ich hoffe, da geht keine Verstärkung holen oder wollte es nicht. Ich weiß nicht, ob hier eine Alarmanlage war. Und die scheinen uns recht gut zu sehen sogar. Da ist die KI, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Scheiße, der will Alarm oder so machen. Der rennt nicht umsonst dahin. Scheiße. Ich dachte, das ist ein Fass. Ich muss in Deckung gehen. Ich habe keine Waffe mehr. So, mein Freund. Nix da. Hast du ja wohl so gedacht. So, wir haben durchgeladen. Und müssen noch ein, zwei Typen töten. Kriegen wir aber hin. Machen wir mal beim nächsten Part. Und wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und abonniert mich doch. Drückt auf den roten Button, der links jetzt irgendwo erscheint. Oder erschienen ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in Far Cry 4.